Die Leber ist mit etwa 1,5 Kilogramm Gewicht das größte innere Organ des menschlichen Körpers und befindet sich in geschützter Lage direkt unter den Rippen im rechten Oberbauch. Sie arbeitet wie eine Chemieanlage und ist die wichtigste Schaltstelle für den Stoffwechsel, denn Tag für Tag strömen etwa 2000 Liter Blut durch sie hindurch, das alle Bestandteile enthält, die der Mensch aufgenommen hat. Dazu zählen auch lebensnotwendige Nährstoffe, ebenso wie Fett, Zucker, Alkohol, Medikamente und auch Schadstoffe. Durch Überernährung und eine ungünstige Lebensweise kann die Leber Schaden nehmen und irgendwann ernsthafte Probleme bekommen. Zum Glück sendet euch die Leber Warnsignale, durch die ihr zukünftigen Problemen vorbeugen könnt. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Nummer 1. Müdigkeit. Wer schon tagsüber oft eine schwere Müdigkeit verspürt und bei sich einen Leistungsabfall feststellt, sollte seine Leberwerte überprüfen lassen. Beides können erste Anzeichen für eine Lebererkrankung wie eine Leberzirrhose oder eine Fettleber sein, zum Beispiel weil nicht mehr genügend Giftstoffe geliefert werden können. Kopfschmerzen entstehen, wenn die Leber mit der Steuerung des Hormonhaushalts überfordert ist. Es kommt zur Verkrampfung der feinen Blutgefäße, die als Auslöser gilt. Nummer 2. Gelbliche Verfärbung von Augen und Haut. Wie viele wissen, sind gelb verfärbte Augen und eine gelbliche Haut oft erste Hinweise auf eine ernsthafte Lebererkrankung. Schuld daran ist das sogenannte Bilirubin, das aus dem roten Farbstoff der Blutzellen entsteht und normalerweise ausgeschieden wird. Arbeitet die Leber nicht mehr richtig, staut sich das Bilirubin im Körper an. Zuerst lagert es sich in den Augen und später, wenn der Wert doppelt so hoch wie normal ist, auch in der Haut ab. Ein erhöhter Bilirubinspiegel verursacht außerdem quälenden Juckreiz am Körper. Aber nicht hinter jedem Symptom versteckt sich ein schlimmes Leberleiden. Es kann auch eine harmlose Stoffwechselerkrankung wie zum Beispiel das Mäulengracht-Syndrom sein. Nummer 3. Druck bei der Leber. Erst wenn die Leber so weit vergrößert ist, dass die Leberhülle spannt, verursacht das zunächst ein Druckgefühl und dann Schmerzen. Diese treten oft im oberen rechten Bauch auf. Nummer 4. Juckende Haut. Cholangitis ist eine chronische Krankheit, die die Gallenwege eurer Leber zerstört, weist normalerweise keine besonders auffälligen Symptome auf, aber ein frühes Anzeichen ist juckende Haut. Klar kann es sein, dass die Haut einfach nur trocken ist, aber wenn es zu einer normalen Sache wird, lohnt es sich möglicherweise sie zu untersuchen, insbesondere weil juckende Haut auch ein Indikator für Leberzirrhose ist. Nummer 5. Plötzliche Gewichtszunahme. Wenn ihr plötzlich wie aus dem Nichts an Gewicht zunehmt, ist möglicherweise eure Leber daran schuld. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass ihr an einer Leberzirrhose leidet, einer Krankheit, die sich langsam entwickelt und gesundes Lebergewebe durch Narbengewebe ersetzt. Außerdem wird der Blutfluss durch die Leber blockiert und das Organ wird so daran gehindert, richtig zu funktionieren. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.